wir diskutieren hier über das Gendern, dann ist immer so ein Kontraargument, ja, aber es gibt ja auch schlimmere Situationen, es gibt Krieg, bla bla bla. Und dann sagen Gender-Sprachbefürworter, ja, das ist Whataboutism. Und das würde ich eigentlich auch unterstützen, also nur weil es woanders Krieg gibt, können wir natürlich uns auch mit dem Problem hier befassen. Ich glaube, das Problem ist, dass auch Leute hier von schlimmeren Problemen betroffen sind. Das heißt, wenn man sich fragt, wie bezahle ich nächsten Monat die Heizkosten und die Miete? Warum kriege ich keinen Termin beim Arzt als Kassenpatient, obwohl ich Leiden habe? Dann werden diese Menschen so ein bisschen wütend, wenn sie gesagt bekommen oder es auch nicht direkt gesagt bekommen, aber es so interpretieren, wenn sie es so hören in den Medien, das ist gerade ein wichtiges Problem. Und ich glaube, deswegen ist das auch so emotional behaftet. Aber ich finde es sehr wichtig, dass du noch reinwirfst, weil sie es so interpretieren. Ja. Es ist ja überhaupt nicht so, dass dieser Staat sich um gar keine anderen Probleme kümmert und uns versucht, über eine Art Sprachdiktat aufzuerlegen, dass wir gendern.